Kann ich vielleicht nochmal zum Direktor und ihm sagen, dass wir die erste Aufgabe hier erledigt haben? Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Ja. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, was die Eingangshalle angeht. Ich habe eine gute Nachricht aus der Eingangshalle. Der Kampf gegen den Schmutz ist gewonnen. In Ordnung. Allerdings, wie ist Ihre Position zu verzauberten Gegenständen? Solange sie ordnungsgemäß funktionieren und kontrolliert werden können, kein Problem. Dann habe ich da noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Okay. Die Spinnweben in der Eingangshalle hängen sehr hoch. Und? Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber ich bin ein eher durchschnittlich großer Gnom. Das kann keine Entschuldigung sein. An die Arbeit. Ach Mann! Alle Kobolde sind vertrieben, soweit ich das beurteilen kann. Gute Arbeit. Wie kam es eigentlich zu dem Ungezieferbefall? Aus, vielleicht waren sie geschäftlich in der Stadt und haben sich verflogen. Irgendein Witzbold muss sie beschworen haben. Oder der Erzmagier? Wem ich wohl schlecht aussehen lassen in meinem neuen Job. Zum Glück konnte ich die Koboldplage eindämmen. Also, eigentlich war ich das ja. Schon, aber wer hat es Ihnen befohlen? Na, sehen Sie. Bitte was? Wegen des Kaminreiseplans da drüben. Ja. Darauf sind für diese Schule gleich mehrere Kamine eingezeichnet. Natürlich. Große und wichtige Gebäude können mehr als nur einen Zugang zum Kaminreisenetzwerk haben. Einer davon scheint in der vermissten Bibliothek zu sein. Guter Gedanke, Wetterquarz. Untersuchen Sie das. Bin schon dabei. Aber selbst wenn der Kamin noch zu erreichen wäre, braucht man für die Benutzung des Netzwerkes nicht ein spezielles magisches Pulver? In der Tat. Man benötigt extrem seltenes und wertvolles Kaminreisepulver. Nur hochrangige Staatsbedienstete erhalten kleinere Mengen davon. Na, dann gib mir das doch. Oh, danke schön. Danke. Wetterquarz. Was? Haben Sie mir nicht zugehört? Nur Beamte höheren Ranges erhalten etwas für den persönlichen Gebrauch. Ja, dann soll er das halt machen. Aber ich dachte, ich soll die verschwundene Bibliothek finden. Natürlich, aber doch bitte ohne mein Kaminreisepulver zu verschwenden. Was zur Hölle? Was? Ohne Ihr Kaminreisepulver wüsste ich nicht, wie ich in die verschwundene Bibliothek kommen soll. Das ist Ihr Problem. Ich stelle die Aufgaben, Sie lösen sie. Oder versuchen es zumindest. Oh Mann. Was ich noch wollte. Ja, eigentlich gar nichts mehr. Dann mache ich mich... Ja, Manu! Ich brauche das Pulver. In dem Döschen befindet sich vermutlich genug Kaminreisepulver, um mich 100-mal in die Bibliothek zu bringen. Aber wie komme ich daran, ohne dass der Direktor etwas bemerkt? Ah, den Kobold. Zeit für ein wenig Ablenkung. Ja! Hoffentlich stürzt er sich wirklich auf den ersten, den er sieht, und nicht auf den kleinsten. Und nicht auf das Pulver. So, das wäre das. Als nächstes... Ah! Da! Das! Ah! Weg! Oh. Haben Sie das gesehen, Wetterquarz? Unverschämtheit! Unglaublich, was man sich hier gefallen lassen muss. Ganz schlimm, Herr Direktor. Okay, Hauptsache, wir haben das Pulver. Oh, ich bin so gespannt auf die Bibliothek. Erstmal, wie die aussieht und vor allem... Ich sollte erst einmal ein Feuer entzünden. Ach ja, stimmt. Ah ja, klar. Ach Mensch, wir brauchen ja Feuer. Automatisierungszauber? Ach Mann. Jetzt habe ich mich so gefreut. Das geht ja nicht. Ich weiß nicht, wie man Feuer herbeizaubert. Kann sein. Er kann das ja nicht. Nein, da liegt schon... Okay. Oh Mann. Nee, da ist ja schon genug Papier drin. Nein. Da habe ich mich so gefreut.
Magische Schiefertafel. Ja, Die magische Schiefertafel von Meister... Ja, ja. Im Moment habe ich... Keine Fragen, schwerer Schlüsselbund. Ach ja, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, an das Feuer. Hallo. Hallo. Alter, muss ich... Ja. Wie du siehst, habe ich die Halle gefegt. Vielleicht sammelst du die Putzutensilien ein? Du hast die Halle nicht gefegt. Der Besen war das. Willst dich wohl mit fremden Federn schmücken, hä? Nein, aber... Ist kein feiner Charakterzug. Der Besen und ich fegen hier alles. Und du willst die Belohnung einstreichen. Und ich vor allem. Wie wär's, wenn du auch mal arbeiten würdest? Wie wär's, wenn du wenigstens den Besen wegräumst? Ich muss weiter. Ach, Manu! Mann, wo bekommen wir Feuer her? Spinnweben. Wie soll ich da bloß hochkommen, um die Spinnweben zu entfernen? Wie die meisten Gnome werde ich nervös, wenn sich der Boden mehr als... Ja, okay. Alte Münzen. Vielleicht geht's jetzt? Nee. Nichts. Okay, Moment. Was ist, wenn wir die Münze wieder aus der Tür nehmen? Geht das überhaupt? Solange ich die drei auf... Ich will ihm und der... Ach so, nee, das hat er ja dann vorhin schon gemacht. Banne den Besen. Nee, Ich würde gerne da hinten rein. Das geht jetzt gerade nicht, weil der Besen davor ist. Das ist natürlich doof. Ja. Ich würde gerne da hinten rein. Ich möchte den Besen nicht bannen. Nein. Du hast aber für... Okay, aber von hier... Ja, von hier geht's. Das ist ein bisschen blöd. So. Die Pflanze. Nähere dich der Pflanze. Dann kommt diese Giftwolke. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit der Giftwolke machen soll. Kann ich dieses Gas nicht irgendwie, ja, einfangen oder so? Denn für den Automat hier braucht man doch Gas, oder? War das nicht irgendwie so? Es scheint, als hätte ein Schüler... Ich wüsste nicht. Ja, nee, dann nochmal mit rechts angucken. Der Apparat? Eine Warnung für... Nee, wo stand das denn? Hier? Das sieht alles so gleich aus. Der Feuermacher ist ein erstaunliches Stück Ingenieurskunst. Das ist doch das hier, ne? Man muss entflammbares Gas einfüllen, okay. Und dieses wird dann mit Hilfe komplizierter Technik entzündet. Okay, das heißt, ich muss das Gas einfangen. Aber mit... Vielleicht war es schon immer eine... Ja, aber mit dem Blasebalg ging das doch nicht. Boah, das ist ja... Okay, das hatten wir alles schon. Oder... Ich kann auch gerade noch nichts machen. Nähere dich der Pflanze. Ich mach das Ganze jetzt nochmal. Ich halte mir die Nase zu. So, und dann müsste ich gleich irgendwann den Blasebalg. Aber damit kann ich das Gas ja nicht einfangen, oder? Doch, einsaugen. Ah. Hab sie. Okay, ja, gut. Den Gedankengang hatte ich ja... Hallo, Mauszeiger. Den Gedankengang hatte ich ja vorhin schon. Jetzt habe ich ihn auch endlich richtig umgesetzt. Ich habe eine volle Ladung Stinkgas in diesem Blasebalg. Ich bin ein wenig nervös deswegen. Ja. Und das kann er nicht hier benutzen? Hier auch nicht? Ist der Apparat irgendwie hier mit den Rohren verbunden? Nee. Was? Oder brauche ich das Gas jetzt für den...
Für den Troll. Ich bin verwirrt. Ich dachte dafür. Okay, nö. Hier ist nichts mehr. Auch so ist nichts mehr da. Betrachte den Apparat. Nee, komm. Wilbur, lass mal bitte. Das haben wir jetzt schon 100 Mal gehört. Dann probier es doch lieber bei dem Troll. Wofür auch immer. Neble den Troll ein. Er könnte eines der wenigen Wesen dieser Welt sein, das sich nicht an dem Geruch stört. Er könnte ihm sogar gefallen. Ach, Mann. Also lasse ich es lieber. Dem Besen ist auch totaler Quatsch. Hier ist eigentlich auch totaler Quatsch. Warum? Warum, wenn das jetzt geht, das ne? Das wird nicht helfen, solange kein Feuer brennt. Genau. Neble den Direktor ein. Warum? Vielleicht könnte ich ihn damit ausschalten. Aber sobald er wieder aufwacht, wäre ich meinen Job los. Und die Ratsvorsitzende hätte ein neues Wahlkampfthema. Also nein. Durchsuche den Aktenschrank. Betrachte den Plan. Es muss irgendwas mit dem Apparat zu tun haben. Muss einfach. Ich habe gerade... Okay. Ich habe gerade... Okay, gut. So. Wir haben nur den Apparat. Wir haben nichts anderes. Also, Trockenfutterpackung. Ich muss hier gerade echt alles durchgehen. Haben wir da vielleicht schon alle? Noch fehlen ein paar. Okay, nee. Die Nummer von Meister Markus nützt. Okay, da steht die Nummer drauf. Feenzauber. Das war für die Feen. Okay, Nadel und Faden. Das ergibt alles sowas von keinen Sinn. Warum arbeiten, wenn man auch zaubern kann? Ja, Moment, können wir den da verwenden? Nee. Zauberstab, können wir den irgendwie anschmeißen damit? Auch nicht. Blasebalg, warum geht das nicht? Können wir die Pflanze damit einnebeln? Das ergibt auch keinen Sinn. Wir brauchen Gas. Das muss man doch irgendwo einfüllen können. Moment, können wir... Der Feuermacher ist einer. Man muss entflammbares Gas einfüllen und dieses wird dann mit Hilfe komplizierter. Ja, aber wo muss man das einfüllen? Da oben oder was? Was? Also, wir haben Gas. Wo soll ich das denn einfüllen? Kann ich hier noch weiter nach rechts und hab das die ganze Zeit irgendwie nicht bemerkt? Nein. Das geht nicht. Haben wir eine Vase, ein Reagenzglas, irgendwas, wo man das einfüllen kann? Oder müssen wir vielleicht, nee, die nicht, da Papier drunter legen, das muss ja auch irgendwo entzündet werden. Ist das überhaupt dieses Gerät hier? Moment. Ich mache jetzt gerade nochmal was anderes. Und zwar gehe ich nochmal hier an den Aktenschrank. So. Wie hieß der Gute? Wie hieß der Gute denn? Hieß der nicht irgendwas mit... Können wir uns jetzt nicht mehr alle anschauen? War der das? Nee. Zauberer mit Köpfchen und Knöpfen? Nein. Hä? Wie hieß der denn? Percy bla bla bla. Nein. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber mit A halt. Ellie. Aber der ist nicht hier, wenn ich auf A gehe. Hatten wir den hier nicht? Ich bin verwirrt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum aber? Ach, nein. Mensch, kann man das nicht mal besser kennzeichnen hier? Der Feuermacher ist da. Man muss entflammbare...
Ja, Herrgott, ich wollte doch nur den Namen. Wilbur, geh bitte wieder zurück. Komm. Ich wollte einfach nur noch mal den Namen... Es scheint, als hätte ein Schüler namens Allardyce dieses Gerät gebaut und als hätte es ihm Kummer gebracht. Ja, ich aber... Ich wusste nicht, wieso. Verglichen mit dem, was bei uns im Gnomenbau so herumsteht, wirkt der Apparat nicht sonderlich gefährlich. Aber hatten wir Allardyce nicht bei den Schülerakten? Habe ich das nicht vorgelesen, Allardyce? Oh Mann, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich einen Cut mache und offscreen ein bisschen rumprobiere. Wir hatten jetzt, seit ich die Aufnahmesession gestartet habe, so viel Dialog und alles hier mit dem Troll, dass ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie weit wir jetzt in der aktuellen Folge sind, ob ich hier überhaupt schon was gerissen habe oder die ganze Zeit nur rumhängen. Im Moment habe ich keine... Ja, Mensch, warum hast du keine Fragen? Mit diesem Pulver kann man... Ja. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Und das ist doch gut so. Eingangstür. Ich habe keine Ahnung. Also, Spinnenweben. Ich halte jetzt alles... Nee, das brauche ich ja nicht. Ich probiere jetzt echt alles hier mal aus, weil ich keine Ahnung habe. Ja, das geht ja nicht. Brauche ich gar nicht... Das geht nicht. Nadel und Faden, ja. Ja, ich könnte die sagen. Du hast noch nicht alle, ich weiß. Nee, das... Nee, komm, das ergibt keinen Sinn. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch und komme jetzt gerade wieder ganz schlecht hier rein ins Klassenzimmer. Was zur Hölle? Ist jetzt das letzte Mal? Was steht auf dem, Was steht auf dem Zettel? Der Apparatus, den Allardyce. Allardyce ins Verderben stürzte. Ja. Eine Warnung für alle, die die Grenzen der Magie nicht akzeptieren wollen. Okay. Allardyce. Es scheint, als hätte ein Schüler namens Allardyce dieses Gerät gebaut und als hätte es ihm Kummer gebracht. Ich wüsste nicht, wieso. Verglichen mit dem, was bei uns im Gnomenbau so... Ich hab gerade keine Ahnung. Ja, Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mit dem Zauberstab nichts machen. Ich hab doch den glasgefüllten Blasebalg vor allem. Ich habe eine volle Ladung Stinkgas in diesem Blasebalg. Ich bin ein wenig nervös deswegen. Warum bist du nervös deswegen? Warum? Du nutzt es doch sowieso nicht. Ich gehe jetzt noch einmal zum Direktor. Nee, Moment. Ich probiere es noch einmal hier. Ja, mit dem Besen ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Ich versuche es nochmal mit dem Troll, was er auch nicht macht. Warum soll man es... Er könnte eines der wenigen Wesen... Warum soll man es 10-mal ausprobieren? Was ist mit Reden? Nein, willst du auch nicht. Okay. So, das willst du nicht nutzen, weil noch kein Feuer brennt. Vorhin ging das sogar, jetzt geht's gar nicht mehr. Vielleicht könnte ich ihn damit auch... Okay, dann gucke ich nochmal hier rein. Ob ich irgendwas über Allardyce finde. Obwohl, Moment. Ich spreche ihn mal an. Ja. Nein. Dann mache ich... Tun Sie... Obwohl doch, vielleicht hätte man... Doch, stopp, stopp. Vielleicht wäre da noch eine weitere Dialogoption gekommen. Wie? Ja. Nö. Okay. Oh. Wie? Nein, nein. Och. Ja. Ja. Tschüss. Dann tu. Ja, auf Wiedersehen. So, ich gucke jetzt noch einmal hier rein. Und dann werde ich einen Cut machen und offscreen ausprobieren. Allardyce gibt es nicht mehr. Allardyce ist wie vom Erdboden verschwunden. Vielleicht war der hier auch vorher gar nicht drin und ich habe es mir eingebildet. Allardyce, nein. Allardyce, Allardyce, kein Allardyce.
kein Allardyce. Gut, Leute. Ich mache jetzt einen Cut, probiere offscreen ein bisschen rum. Weil ich habe keine Ahnung. Ich kann auch mal hier reinschauen eben. Und dann sehen wir uns entweder gleich oder in der nächsten Folge, je nachdem. Ich hoffe, es fällt niemandem auf, dass der... Ich stelle ihn zurück. Ja, ja, okay. Gut, dann bis gleich oder bis zur nächsten Folge. Tschüss!